Bruce Lee. Das Geheimnis der Todeskralle. Ein Film, der im gefährlichen Hafenviertel San Franciscos spielt. Es ist die wahre Geschichte des Kampfes der chinesischen Einwanderer, die sich der Übermacht und Vorherrschaft der Weißen erwehren müssen. Denn sie werden von ihnen nicht akzeptiert. Und wenn, nur als Menschen zweiter Gattung. Die Chinesen aber, denen ihre Ehre und ihr Nationalbewusstsein heilig sind, kämpfen um Rechte und Anerkennung. Das Geheimnis der Todeskralle. Ein Film, den Sie so leicht nicht vergessen werden. Chinesisches Boxen? Nein. Chinesisches Kung-Fu. Was du nicht sagst. Chinesisches Kung-Fu besteht hauptsächlich aus blitzschnellen Bewegungen, äußerster Konzentration, Mut, Entschlusskraft und Angriffslust und Fairness. Bravo, bravo! Die Yankees suchen überall Streit mit den Chinesen. Na, du kleiner Chinese, noch ein bisschen nass hinter den Ohren. Die erste Koproduktion von Chinesen, Engländern, Amerikanern, Franzosen, Deutschen und Italienern. Ho Chung Tao ist der Star dieses Films. Mit der ihnen angeborenen Zähigkeit, ihrem Mut, ihrer Intelligenz und ihren unwahrscheinlichen Kampfstilen, allen voran das chinesische Kung-Fu, worin Bruce Lee Meister ist, verschaffen sie sich Respekt und erobern sich einen Platz in der neuen Welt. Bruce Lee, das Geheimnis der Todeskralle. Was soll das bedeuten? Das ist ein Angebot. Bestechung? Denken Sie etwa, ich bin käuflich? Das ist ein Irrtum. Merken Sie sich eins, mit Gangstern und Ganoven, wie Sie es sind, arbeiten wir Chinesen nicht zusammen. Ein Film voller Spannung und einzigartigen Kämpfen. Das Meisterwerk des jungen Regisseurs Chen Wa Chang-Che. Dieser Film wird auch Sie faszinieren und mitreißen. Versäumen Sie nicht diesen neuen Film mit Bruce Lee. Das Geheimnis der Todeskralle.